weiß nicht, wie es euch geht mit dem, mit der Beziehung zu eurem Verstand, wie ihr euch damit schon beschäftigt habt oder wie ihr ihn seht. Es ist wichtig, ihn ab und zu zur Ruhe zu bringen. Ich sage dann manchmal, geh in dein Körbchen. Ab. So. Weil bell nicht so. Also. Und er bellt. Unsere gesamten Ego-Strukturen sind aus ihm entstanden. Nun gut, da wir Menschen sind, können wir nicht ohne Ego-Strukturen leben, bis wir denn da erleuchtet sind. Dann brauchen wir sie nicht mehr. Aber es ist ja ein großer Unterschied, wie es aussieht in uns. Welche Ego-Strukturen wir pflegen und hegen. Wir können sie ja austauschen. Allein wenn wir uns am Tag mal daran erinnern würden, immer wenn wir das Gefühl eines Mangels haben, immer wenn wir, oh, da ist nicht genug von da, und dies muss ich noch haben, und das muss ich noch haben, einfach nur zu denken, okay, es ist der Verstand, es ist nicht die Wahrheit, es ist nur mein Verstand. Das hilft auch, wenn man was fragt, wenn man vor was Angst hat oder so. Wovor habe ich jetzt eigentlich Angst? Ist das jetzt was wirklich Fundamentales? Also ist mein Leben jetzt bedroht oder ist es irgendwie ein Brief oder ist es irgendwie ein Kontoausdruck oder ist es irgendwie mein Auto oder was weiß ich was? Mhm. Das hilft ja. Als Mangelzustand ist, nimmt der Verstand gerade seine Aufgabe wahr. Mehr macht er nicht. Aber er hat uns damit ziemlich im Griff. Jeder einzelne Satz, den ihr mit Aber anfangt, ist ein Verstandessatz. Aber ich gehe gerade in meine Herzenergie. Aha. Und er hat noch einen Nachteil, unser Verstand, der uns letztlich daran hindert, in die Herzenergie zu gehen. Also der Verstand kann mit Herzenergie nichts anfangen. Das ist auf seiner Festplatte einfach nicht drauf. Und deswegen quakt er da dazwischen. Er hat eben noch einen Aspekt, den ich als Nachteil sehe. Er will immer Recht haben. Auch da zeigt das Aber, ne? Wenn mir jemand etwas sagt, ne? Und ich sage, ja, aber... Das heißt, ja, red du mal, aber ich denke was anderes. Was ja auch nicht schlimm ist, wir können ja alle was anderes denken. Und unser Verstand hat eben dieses, das ist ein inhärentes System, aus sich heraus erneuert er sich immer wieder. Wie eine Festplatte, die sich auch nicht verändern kann, wenn sie nicht einen Input von außen bekommt. So ist unser Verstand auch. Wenn wir stark in diesem männlichen, das ist eine tolle Qualität, ich sage das, nichts dagegen einzuwenden, aber wenn wir in die Herzenergie wollen, dann hindert er uns. Und die Frage ist, wozu müssen wir Recht behalten? Was gibt uns das? Ego. Ego-Strukturen, genau. Der Verstand will das einfach so, dass das so ist, wie er das denkt. Und Geltung. Ich möchte ja gelten, dass ich eigentlich jetzt nicht schwach bin oder mal nachgeben möchte oder dem anderen mal lasse, wie er ist oder was er möchte. Und auch wieder die Angst im Grunde dabei. Ich blamiere mich, was wäre, wenn... Das sind alles Ego-Schuld. Ja, genau. Also wenn wir fragen, was hindert uns daran, in der Herzenergie zu sein? Männliche Prinzip. Bitte? Das männliche Prinzip. Nee, das würde ich nicht sagen. Weil das klingt jetzt nach also ne, das überwiegende Leben des männlichen Prinzips. Entschuldigung, ja, so meine also, ich das auch. Nee, um Gottes Willen, nee. Also der ideale Zustand. Entschuldigung, kannst du wolltest du gerade was sagen? Ja, auch, aber ich bin gerade ein bisschen auf dem Störung. Auch das männliche Prinzip bestimmt, weil sehr viel wir hier so auch erzogen wurden.
jetzt lässt es ein bisschen nach. In manchen anderen Ländern ist es noch schlimmer auch, dass die Männer so erzogen wurden, in manchen anderen Sparten auch, dass man Erster oder unter den Ersten sein muss oder gewinnen muss oder Recht haben muss. Oder halt, dass, auch wenn es nicht recht ist, dass man das halt durchsetzt, was man zu vermitteln hat. So. Das hängt schon damit mit dem männlichen Prinzip zusammen, dass halt da sehr Überbetonung gesellschaftlich und erziehungsmäßig jahrelang stattgefunden hat. Aber auch in Deutschland auch noch so. Also ja. Wir lieben ja eigentlich alle nach dieser Spaßkassenwerbung. Mein Haus, mein Auto, ja. Hast du nicht gesehen. Umso mehr man vorzudringen hat oder vorzuweisen hat sozusagen, umso höher steht man in der Gesellschaft. So einfach ist das. Und das ist meiner Ansicht nach, wird eigentlich immer außer Acht gelassen, der Mensch an sich, sondern wird daran gemessen, was er geschafft hat. Ja. Und das ist Leistungsprinzip. Das finde ich manchmal natürlich traurig. So. Das fängt ja noch viel früher an. Kinder sind ja irgendwo noch viel stärker im Herzen. Das merkt man ja an Reaktionen. Und dann kommt der Punkt, wo wir ihnen sagen, denk doch mal nach. Und ab dem Punkt läuft dieses Denken, läuft dieser Verstand als Aufforderung und als Gegensatz zum Gefühl. Und dann geht die Herzenergie irgendwo, wenn die Kinder dann also in die Schule kommen, spätestens dann ist eigentlich in Anführung erstmal zurückgestellt. Das hat man ja auch gemerkt, dass das Schulsystem sehr denken betont ist und in sehr vielen Formen, und dass das eigentlich nicht mehr vielleicht zeitgemäß, auch nicht mehr körpergemäß, auch nicht mehr entwicklungsgemäß ist, dass der Mensch vielleicht über alle Sinne wahrnimmt und über alle Chakren auch das Herz wahrnimmt und da halt viele Qualitäten verloren gegangen sind. Dass wir halt einen großen IQ haben, was weiß ich, Zeugnisse, Noten, aber dass wir einen EQ, den emotionalen Quotienten, ziemlich außer Acht gelassen haben und noch ein paar andere. Ja. Aber das Ding ist meiner Ansicht nach, dass nicht nur das Schulsystem marode ist, überholungsbedürftig ist, sondern ich denke, das gesamte System, ob das die Politik das ist oder wie auch immer, eigentlich ist alles, bis es alles voll geklopft werden und dann recycelt werden, so sehe ich das. Bist du gerade im Herzen oder im Verstand? Ich denke mal bei. Ich denke mal. Hättest du gerne. Ja, wir sind so dressiert. Wir sind richtig dressiert. Was ist denn der Unterschied in unseren Gesprächen, wenn wir im Herzen sind oder im Verstand? Es fühlt sich viel angenehmer an, friedvoller. Offener. Wärmer vor allen Dingen. Und fühlt sich verstanden noch. So ja. Beliebter, auf einer gewissen Ebene geworden. Eben halt. Ja. Auf einer intensiveren Ebene. Und die Gespräche werden kürzer. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich meistens mit Frauen unterhalte. Wenn das heißt gar nichts. Wir reden ja nicht über feministische Themen. Wir wollen nicht davon ausgehen, dass Frauen mehr im weiblichen Prinzip leben als Männer. Das ist manchmal nicht. Also das ist, das ist ein Irrtum. Ich glaube sogar, dass viele Anstrengungen, gerade auch aus dem feministischen Bereich, die Frauen eher noch dem männlichen Prinzip zugeführt haben, als das andere wäre. Aber es ist, ich erlebe das jedenfalls so, dass die Gespräche kürzer werden. Denn wenn wir im Herzen sind und nicht im Verstand, über was reden wir denn dann? Was ist denn dann wichtig? Was dann wichtig ist, also aus meiner Erfahrung heraus, wie das heißt, Datum, Verständnis zu erlangen, aufgefangen zu werden, gefühlvoll aufgefangen zu werden, mitfühlend zu sein und sich geborgen zu fühlen. Darum geht es eigentlich, wenn es ums Herz geht. Also um Gefühl. So. Ne? An deinem Herzen geht es um Gefühle, eben nicht um Denken. Ja. Gespräche können bestimmt auch deshalb kürzer werden, weil sie nicht nur über den einseitigen Verstand stattfinden, sondern auch wieder mit allen Sinnen. Und dadurch halt vieles abgekürzt werden kann, weil vieles aus der Kommunikation braucht gar nicht mehr in Worte über das Denken gefasst zu werden, sondern kann so ausgetauscht werden. Ja. Und wenn wir über unsere Gefühle reden, wo sind wir dann? Eigentlich doch im Jetzt. Wir sind im Jetzt. Und wenn wir uns anhören, was wir so erzählen im Laufe des Tages, wie oft sind wir in der Vergangenheit?
oder mal in der Zukunft. Und das ist alles Verstand. Das ist die Festplatte. Jedenfalls die Vergangenheit. Das meinte ich mit, die Gespräche könnten kürzer werden. Wenn wir in der Herzenergie sind, können wir eigentlich aufhören zu reden. Richtig. Dann fühlen wir. Und ja, natürlich können wir diese Gefühle beschreiben, miteinander teilen. Ja. Aber diese ganze Argumentationskette, die wir so drauf haben, fällt weg. Ist überhaupt nicht wichtig. Weil es auch nicht mehr um Überzeugung geht oder Meinung oder Standpunkt behaupten. Recht haben. Und heute, dann geht es nicht mehr. Genau. Ich glaube, dass ein bisschen fehlt, dass wir nicht im Fluss sind. Ich finde, ein großes Ziel ist, in einen Fluss reinzukommen. Und wenn in dieser Fluss da ist, ich habe gerade das Israel mein tolles Buch, da ist es beschrieben, dass in Asien die Menschen, es wimmelt von Menschen in einer Großstadt auf den Straßen und die haben die Fähigkeit, also stoßen auch keine Menschen zusammen, die gehen sich aus dem Weg, weil die innerlich im Fluss sind. Das fand ich so faszinierend zu lesen, sind innerlich im Fluss. Und es bedarf auch keiner Worte, auch bei Gesprächen, denke ich mal, wenn es positiv ist und die so dermaßen im Fluss sind, ist auch ein anderes Feeling da, mir fehlen jetzt die Worte, die verstehen einander, ohne viel zu reden. Und bei uns wird so viel geredet und gesammelt, weil aneinander teilweise vorbeigeredet wird. Und dieses ganz viele Reden, das fällt mir auch mal sehr schwer. Und die Menschen fühlen zu wenig, also auf der emotionalen Schiene. Fehlt dieses Gespür dafür, den anderen wirklich tatsächlich wahrzunehmen, wie er wirklich ist, wie er fühlt und wie er denkt. Und das ist, denke ich, ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Dieses Gefühl dafür, Dinge zu erspüren auch. Und wir müssen alles aussprechen und über alles reden, weil dieser Instinkt oder wie man es nennen will, einfach abhanden gekommen ist. Und mein großer Wunsch ist, dass Menschen mehr im Fluss sind miteinander. Mhm. Ja, wobei ich, wenn ich das sagen darf, also auch meine, dass das viel daher kommt, mit dem nicht in dem Fluss sein zu können, weil einfach von außen hin ja die Zeit einem auch nicht mehr so geschenkt wird, weil ja viel in der Manipulation liegt, der Aufgaben, der Dinge, die sozusagen zu erledigen sind, und dann hetzt der Mensch gerne von einem zum anderen. Ja, für mich. Und dann bist du eigentlich auch nicht mehr unbedingt in der Lage, dich zu halten in deiner Mitte. Mit Zeit hat das für mich im Moment gar nichts zu tun, mit Zeit. Mhm. Wenn die Dinge anders laufen würden und wir mehr im Fluss sind, spielt Zeit da nicht so viel große Rolle. Es hängt bestimmt mit allem zusammen, auch die Zeit hängt bestimmt damit zusammen. Wenn wir mal nur anschauen, die ist intakt, die heutigen modernen Uhren. Und wir haben vielleicht unseren Rhythmus ein bisschen verloren, auch unseren Rhythmus zum Herzen ein bisschen. Und auch unseren natürlichen Rhythmus, Zyklus, ein bisschen verloren, weil wir manchmal wie ein Uhrwerk laufen, intakt. Was in Japan aber zu beobachten ist mit den Leuten, mit dem Fluss, das können wir in Frankfurt im Börsenzentrum auch manchmal mit das erleben, dass die ohne zusammenzustoßen aneinander vorbeischlängeln und ohne sich anzugucken. Es ist... wenn wir so einen Ameisenstaat dann mal beobachten, haben wir manchmal die nicht mehr. Es funktioniert alles. Das und wenn man die nur bei uns in der Stadt mal einmal durch die Fußgängerzone, also ich bin fix und fertig danach, weil Menschen es verlernt haben, genau dieses, wie das in allem funktioniert, das hat auch mit Rücksichtnahme zu tun. Mit Achtung und Respekt vor anderen Menschen, dass ich denen aus dem Wege gehe. Aber würde ich jetzt sagen, Leuten aus dem Wege gehen, ich soll darauf zugehen. Nein, ist ganz was anderes. Richtig. Ganz was anderes. Und mit Zeit, die Asiaten, ich weiß nicht, bin ich richtig informiert, haben die 14 Tage Urlaub im ganzen Jahr. Und die sehen trotzdem erholter aus und wirken viel entspannter und erholter als wir, weil wir so ein hektisches Leben führen und dann 6 bis 8 Wochen Urlaub im Jahr brauchen. Und die Menschen haben sich trotzdem nicht erholt. Die fliegen im Flugzeug sonst wohin. Kommt viel und entspannter nach Hause. Darf ich Sie nochmal einladen, nochmal sehr in die Herzen legen? Ah, ja. Ja. Ich habe mich entschuldigt. Einfach nur nochmal wieder zu gucken, ne?
Das sind so ganze Argumentationsketten. Emotional, so in Rage, das ist richtig, dass ich. Aber es ist nicht dein Ernst, was ich in Rage bringe. Okay. Ich habe ein anderes Gefühl, wenn wir über den Fluss sein sprechen, das hat etwas mit mir selbst zu tun, richtig, inwieweit ich den Fluss zulasse. Und wenn ich im Fluss bin, dann verändere ich auch meine Ausstrahlung und dann habe ich auch eine andere Wahrnehmung in der Umwelt. Das ist für mich der Gedanke, das ist das Gefühl, was mit Fluss zusammenhängt. Bin ich total der gleichen Meinung und auch der Lebenserfahrung, genau das ist es. Ja. Und der Angriffspunkt wird immer größer, je mehr selber eben das eigene Zerrissene käme, genau, weil dann kommt die Unruhe zu. Und das mag das Herz dann eigentlich auch nicht, dann ist man so ein bisschen erschöpft. Und dann sind wir ja auch im Verstand. Wenn die Unruhe kommt, ist der Mangel da, nicht? Unruhig werden wir ja aus einem bestimmten Prozess heraus, wie Ungeduld auch, Ungeduld ist ja ein Zeichen von Angst. In irgendeiner Form. Mhm. Ja. Was ist noch anders, wenn wir in Gesprächen in der Herzenergie sind oder im Verstand? Noch ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch im Alltag sehr beschäftigt. Im Alltag oder Alter? Im Alltag. Alltag. Was macht das Herz nicht, wenn wir mit dem Herz leben, was der Verstand daran tut? Das Herz ist ein Rhythmus. Ja. Wenn wir in der Herzenergie sind, bewerten wir nicht. Der Verstand bewertet permanent. Das ist gut, das ist falsch, das ist richtig, das mag ich nicht. So muss es sein, so darf es nicht sein. Toleranz, Andersdenkenden gegenüber, dass ich akzeptiere, wie Mensch, dass Menschen anders denken. Ja, und Toleranz ist auch eine Form von Bewertung, oder? Oder kann ich ist Toleranz für dich? Ist für mich dazwischen. Okay, für mich ist sowas wie einfach stehen lassen können. Akzeptanz. Wenn ich im Herzen bin, bin ich auch ganzheitlicher. Sehe ich mehr. Kriege ich mehr. Empfinde ich mehr, was mit den Dingen, über die wir sprechen, zusammenhängt. Weil der Verstand erkennt natürlich Emotionen aus seinen Ego-Strukturen heraus. Aber das, was wir mit dem Herzen fühlen können, ja, können wir wohl nur fühlen, wenn wir in unserer Energie sind. Du kannst nichts dafür. Das liegt bis in die Dielen. Du kannst gar nichts dafür. Versuch's mal mit Schweben. Magst du lieber hierher? Magst du lieber hierher sitzen? Okay. Wird es unsere Welt besser machen? Einige von euch kennen meinen Buch, glaube ich, haben es auch gelesen. Also, ich sage ja ja. Ist das so? Jo, auf alle Fälle viel entspannter. Und ja, also ich habe das ja gelesen und ich habe ja auch irgendwann angefangen und 10 und so wie aufgehört, weil es emotional mich so dermaßen ergriffen war. Vor allem das Coole an der ganzen Geschichte war, dass ich so manche Gedanken mal schon gehabt habe, aber mich nie getraut habe, die auszusprechen. So von wegen. Eigentlich sind wir Menschen bescheuert. Wir erfinden die Arbeit und das Geld. So war ich bescheuert. Das war aber, da war ich 20 oder sowas, wo ich mir selber Gedanken über gemacht habe. Habe mal gesagt, nee, sprech mal nicht aus. Sie weisen dich nachher noch ein, weil das ja nicht normal ist. Wenn man auf einmal denkt, die Arbeit ist bescheuert, das Geld ja auch. Aber du wirst immer mal ausgesprochen. Und, ja, auch so politisch habe ich ja auch schon meine eigene Ansicht. Ne? Und so manchmal gesagt, dass man nicht alle sonst wohin schießen sollte. Dass sie alle nur ihr eigenen, oder was ich immer so bemängel, ist eigentlich an unseren Politikern, dass sie den Bezug zu dem einzelnen Bürger verloren haben, zu dem, was den einzelnen kleinen Bürger, okay, die können nicht mit 80 Millionen reden, das will ich gar nicht damit sagen, aber die kümmern sich um Dinge, wo ich sage, ja, wichtig, dass ihr das noch gemacht habt, so wie einmal kurz vor Sommerpause haben und noch irgendwie so ein Wirtschaftsteil da verabschiedet, wo ich dachte, das muss jetzt auch unbedingt verabschiedet werden, weil das war jetzt so dermaßen wichtig, super genial. Und die jonglieren dann mit Milliardenbeträgen, wo ich mir immer schon so gedacht habe, ja, 1000 Euro oder 1000 Mark kann ich mir vorstellen, 2000, 10.000 auch noch, aber dann
hör doch langsam auf. Und die schmeißen auch mit Milliardenbeträgen rum, jetzt auch wieder durch die Erdbeben auf 50 Milliarden und sowas. Wo ich denke, ja, die ist klar, passt, super. Und das sind alles so Sachen, wo ich manchmal denke, ey, das kann nicht sein. Und in diesem Buch wird es nochmal beschrieben, wo ich denke, ey, cool. Du hast es selbst schon gedacht. Was hindert uns eigentlich daran, danach zu leben? Aber wir sitzen ja nicht nur hier, um nett drüber zu reden oder auch so ein Buch zu lesen, sondern was können wir denn machen, jeder in seinem eigenen Leben, damit das anders wird? Was man selber machen kann, das ist eigentlich schon ein Beispiel, was die Frau da eben schon gesagt hat. Das sind diese kleinsten Kleinigkeiten, wo ich mit angefangen habe, letztes Jahr im September, ist im Einklang mit sich selbst und seiner Umwelt zu leben. Das sind mit diesen Schwingungen, mit seiner Frequenz, was ich ausstrahle. Strahle ich ein Gesicht zum Eierabschrecken aus, dann kriege ich jeden Tag nur welche auf die Hörner, das ist einfach so. Gehe ich aber mit einem Grinsen, mit einem Lächeln, mit Freundlichkeit, mit einer positiven Einstellung zum Leben, zum Tag entgegen oder meinen Mitmenschen gegenüber entgegen, kriege ich auch nur meistens nur ein Lächeln. Es kommt zwar auch so ein paar Grießcreme, die dann sich gerade denjenigen rauspinken, der eben halt mit einem Lächeln die Gegenläufe, das ist auch nicht normal, dass einer mit einem Lächeln die Gegenläufe, dann haut er den eins zwischen die Hörner, okay, das blockt dann halt ab, dann denke ich, okay, hast du einen schlechten Tag gehabt oder manchmal bin ich auch nicht so nett, dann sage ich noch was anderes, aber ist halt dann so. Das sind so Sachen, damit können die aber selber erstmal anfangen, im Einklang mit sich selbst und seiner Umwelt zu sein. Die Steigerung davon wäre dann in Harmonie damit, da bin ich aber auch noch nicht. Aber das sind dann so diese Kleinigkeiten, das kann jeder für sich selbst machen. Aber dieses gesamte Prinzip, nachdem wir eigentlich leben, nachdem wir groß geworden sind, weil ich habe auch schon gesagt, wir müssen vielleicht auf die Straße gehen, ich wäre mit Sicherheit dabei, aber ich gehe nicht alleine. Das ist ein ganz schönes Stichwort. Wir müssten mehr sein, wir müssen uns zusammentun. Es gibt auch schon viele, die müssen sich nur noch finden. Ja, es gibt viele, ich auch schon. Es gibt auch weltweit, global Menschen, ob in Amerika oder in Japan, die auf dem ähnlichen Level fühlen und auch denken und auch hoffen. Und die müssen sich einfach... Vernetzung. Ja, die schreien ja alle. Also ich habe meine Cousine, das ist meine Ansprechpartnerin in diesem Fall. Ich habe dann ihr Buch gelesen, die hat gleichzeitig Gespräche mit Gott und sowas gelesen. Und es gibt sehr viele, das ist ein amerikanischer Autor, und es gibt sehr viele Autoren mittlerweile ja auch, die diese Bücher schreiben. Die schreiben ja nicht aus Spaß oder sowas, sondern weil es immer Überzeugung ist. Die sagt, oder der sagt ja auch, dass das weibliche Prinzip oder die Spiritualität eben halt die Welt verändern wird oder die Welt retten wird. Genau das ist ja, was im Buch auch beschrieben ist, schreibt auch ein Amerikaner. Das heißt, es ist nicht in Deutschland so Leute denken, sondern dass Amerika welche ist und überall. Es kommt aus allen Poren auf dem Planeten, kommt es. Also müssen wir etwas lauter. Schreien. Ja, schreien. Ne? Etwas lauter werden, wir müssen uns vernetzen, wir müssen mutig sein. Ja. Mutig sein, die Dinge anzusprechen, so wie wir sie sehen. Ich glaube, dass wir schon ganz, ganz viele sind. Und uns von der Angst nicht täuschen und verschrecken lassen. Die Angst ist ja nur das, was uns hindert, das zu tun. Es ist ja genauso, wenn ich was vorhabe, meinetwegen, was weiß ich auch immer, wovor ich Angst habe, finde ich meistens 10.000 Gründe, das nicht zu tun. Genau. Weil wir dann im Verstand. Ja. So, und. Das Herz sagt zwar, das ist gut, was du da tun willst, aber der Verstand. Nee, das sagt das Herz nicht. Das Herz fühlt das. Okay, meine ich auch so. Wenn wir in der Herzenergie sind, dann fühlen wir. Dann gibt es auch keine Zweifel. Unsere Herzenergie, da wissen wir, da spüren wir. Nicht wir wissen, wir spüren, das ist richtig, so muss es sein. Das fühlt sich an wie ein Fluss. Alles andere ist der Verstand. Ja, und ich finde, wir dürfen übertreiben. Übertreiben in dem Sinne, dass ich denke, wir leben jetzt seit einigen tausend Jahren, hängt das Pendel im männlichen Prinzip fest. Und das physikalische Gesetz, wenn wir das Pendel lösen würden, wäre, dass es durchschwingt und sich dann erst nach einigen Schwüngen im Mittelbereich einpendeln würde. Das heißt, wir dürfen übertreiben. Wir dürfen dieses Durchschwingen leben. Das ist meine Ansicht.